Ja Leute, was geht ab? Mein Name ist Raton und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video habe ich etwas ganz Besonderes. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Thumbnail gesehen. Und zwar habe ich die PlayStation 5 in Schwarz. Wie das Ganze aussieht, das verrate ich euch direkt nach dem Intro. Bevor ich euch jetzt die PlayStation 5 zeige, möchte ich euch aber vorher nochmal den passenden Controller dazu zeigen. Und zwar habe ich hier den weißen PlayStation 5 Controller, den kennen wir, den gibt es zu jeder PlayStation 5 dazu. Und das ist der schwarze PlayStation 5 Controller. Schaut es euch im Vergleich an, Freunde, und seid mal ganz ehrlich, sieht der schwarze nicht einfach nochmal viel, viel besser aus als der weiße Controller? Ich persönlich bin sowieso bei so Peripheriegeräten wie Maus, Tastatur, Controller oder sonst was, bin ich so der Typ, der eher lieber schwarze Produkte haben möchte und nicht unbedingt, ich brauche kein Weiß, ich brauche kein Rot, ich brauche kein Blau. Aber da ist natürlich jeder ein bisschen anders, da hat jeder seinen eigenen Geschmack. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was gefällt euch generell denn besser? Wenn es die PlayStation 5 in Schwarz gegeben hätte mit dem passenden Controller oder einfach in Weiß, so wie es jetzt auch ist. Das hat ja auch was. Schlecht sieht es nicht aus. Ich finde es in Schwarz aber trotzdem viel schöner. Ich zeige euch das Ganze jetzt auch nochmal hier in die Kamera rein, Freunde. Und ihr seht es, es sieht wirklich einfach nur mega, mega schön aus. Wir haben hier auch noch das PlayStation-Logo mit in diesem Griff drin. Das ist so ein 3D-Look. Wenn man da drüber fasst, dann spürt man auch richtig, wie das da halt quasi rauskommt. Dann haben wir hier die PlayStation-Buttons, auch hier nochmal drunter, das ist schwarz, aber wir erkennen trotzdem noch die Symbole darunter. Ja, wenn ich das, glaube ich, so halte, dann seht ihr das wahrscheinlich nochmal einen Ticken besser. Und hier an der Seite nochmal mein Logo. Denn das ist wahrscheinlich mit unter anderem einer der ersten schwarzen Controller, die es aktuell gibt. Es gibt ein paar, die das schon gemacht haben, sich selbst einen schwarzen Controller besprüht haben. Ich habe im Internet bzw. auf YouTube zwei, drei Videos gesehen oder so, allerhöchstens zwei. Und das ist vielleicht der dritte. Vielleicht haben es noch ein paar gemacht, nur keine Videos dazu. Aber ich dachte mir, der muss unbedingt ein Logo von mir bekommen. Und so wie ihr es euch vielleicht gedacht habt, Freunde, wie gesagt, es ist natürlich aktuell so, dass es die PlayStation 5 in Schwarz mit dem Controller nicht zu kaufen gibt. Es wird vielleicht in Zukunft natürlich hier so Seitenpanels geben für die PlayStation 5, die man sich dann kaufen kann. Ich weiß noch nicht, ob auch Amazon-Händler das dann anbieten dürfen. Denn wir haben hier zum Beispiel das PlayStation-Logo drin, deswegen hoffe ich, dass Sony selber so eins rausbringt, auch mit dem PlayStation-Logo. Denn wenn Amazon-Verkäufer oder eBay, wie auch immer, Verkäufer das anbieten werden, dann höchstwahrscheinlich ohne dieses Logo an der Seite, denn das ist geschützt, das dürfte man nicht nutzen. Aber ihr seht auch, guck mal, ganz einfach geht das hier auf, man zieht das runter und man hat das Seitenpanel auch offen und man kann das dann zum Beispiel auch selbst lackieren. Das habe ich zum Beispiel auch so gemacht. Ich habe den Controller und die PlayStation 5 lackiert selber, das ist auch aktuell die einzige Möglichkeit, wie ihr an eure schwarze PlayStation 5 kommt. Allerdings habe ich den Controller nicht selber lackiert, denn ich wollte es eigentlich versuchen, auch allein nur für dieses Video. Allerdings habe ich mir die Preise zusammengerechnet von der ganzen Farbe, die ich gebraucht hätte. Ich hätte zum Beispiel hier einfach für die Buttons hätte ich schwarz Klarlack gebraucht, dann hier hätte ich beziehungsweise schwarz glänzenden Lack und nochmal glänzenden Klarlack. Dann hätte ich für das Gehäuse hätte ich dann nochmal matten Lack gebraucht und matten Klarlack. Und zu guter Letzt hätte ich auch nochmal eine Grundierung gebraucht für Plastikoberflächen, damit auch der Lack dann später besser darauf hält. Und ich habe mir zum Beispiel das Klarlack schon mal gekauft gehabt, matten Klarlack. Allein diese Dose kostet 18 Euro, Freunde. Es gibt natürlich auch günstigeren Klarlack, aber dieser Klarlack, 2K Klarlack, ganz wichtig für die, die es vielleicht selber machen wollen. Der ist halt sturzfest, kratzfest, alles. Ja, da passiert euch später gar nichts mehr. Der Lack bleibt drauf, den kriegt ihr auch nicht mehr ab. Und dann ist auch gut. Und so sollte es ja auch sein. Und nicht, dass ihr später irgendwie schwarze Finger bekommt. Deswegen, dieser Lack kostet allein schon 18 Euro. Und wenn wir diese ganzen 5 Dosen holen würden, schwarz glänzend, schwarz matt, dann Klarlack glänzend, Klarlack matt und diese Grundierung, dann wärt ihr locker bei 80 Euro oder so. Und da ich noch einen alten Bekannten habe, der sowas eben macht, und zwar Devil Customs, ich werde hier oben nochmal Werbung einblenden, sicher ist sicher, der hat mir das Ganze in Schwarz dann lackiert. Er hat die ganzen Farben da. Der macht das auch nebenbei. Das heißt, wenn ihr sowas auch irgendwie machen lassen wollt, ich packe mal den Instagram-Account in die Videobeschreibung, dann könnt ihr ihn mal anschreiben. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne die Preise nicht genau. Allerdings werdet ihr hundertprozentig günstiger bei rauskommen, als wie wenn ihr diese ganzen Lacke selber kauft. Der Nachteil auch an diesem Lack ist, man denkt sich ja, okay, ich kaufe mir Sprühdosen, die halten ja dann, ich kann die ja irgendwann nochmal nutzen. Bei dem hier eben nicht, bei diesem Klarlack, der so teuer ist auch. Denn wir haben hier unten so einen Härter drin, den muss man reindrücken. Dann mischt sich das Ganze und dann ist diese Dose nach 24 Stunden auch
nicht mehr gebrauchbar, weil der ganze Lack drinne verhärtet und dann könnt ihr die Dose wegschmeißen. Dementsprechend müsst ihr euch überlegen, ob ihr das Ganze selber machen wollt. Falls ihr das Ganze selber machen wollt, ich werde euch jetzt mal hier ein paar Bilder einblenden, wie ihr das Ganze machen könnt. Das Ganze wird halt, wie gesagt, grundiert. Da kommt so ein Plastikgrundierer drüber. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, auch mit den Stickern, könnt ihr dann am Ende des Tages auch diese Sticker, die wir hier auf diesem Controller haben, könnt ihr auch ganz einfach draufhauen, indem ihr dann einen Sticker euch irgendwo drucken lässt. Den klebt ihr dann über die Grundierung und dann kommt die schwarze Farbe über den Controller. Das Ganze wiederholt ihr dann ein paar Mal, bis der Lack wirklich komplett drauf ist. Und dann zu guter Letzt kommt dann eben der Klarlack drauf. Ja, den matten Klarlack auf das Gehäuse im besten Fall, denn glänzend, ich weiß nicht, sieht bestimmt auch gut aus. Aber ich finde es halt so in matt, sieht es nochmal viel, viel cooler aus, als wie wenn der ganze Controller glänzen würde. Dementsprechend matter Klarlack auf matte Farbe, ganz, ganz wichtig zu erwähnen hier nochmal an der Stelle. Oder ihr macht das Ganze halt glänzend. Es geht natürlich auch, ist natürlich jedem selber überlassen. Und wie ihr diese Buttons hinbekommt, ist auch einfach. Ich weiß nicht, ob es dafür jetzt speziellen Lack gibt. Ich werde euch das aber, wenn überhaupt, alles auch nochmal verlinken. Da wird einfach drüber schattiert, das heißt ganz leicht drüber gesprüht über die weißen Button, dann hat man am Ende des Tages eben diese schwarzen Button und man kann trotzdem die Symbole noch ganz gut erkennen. Natürlich nicht so wie auf dem weißen jetzt, die schimmern komplett durch, aber es gibt halt aktuell noch nichts. Es gibt keine Buttons zu kaufen, es gibt keine passenden, richtigen passenden Thumbsticks zu kaufen, es gibt aktuell nur für die PlayStation 4 diese ganzen Sachen und die passen beim PlayStation 5 Controller leider nicht. Das wird sich alles in Zukunft ändern, es wird sicherlich auch in Zukunft wird es auch ein schwarzes Case zu kaufen geben, dann müsst ihr das auch gar nicht lackieren. Für die, die warten können, warten einfach. Für die, die halt nicht warten wollen, die können das halt ganz einfach selbst machen. Wenn man so ein bisschen Lust hat, auch ein bisschen was selbst zu gestalten, warum nicht? So, ansonsten kommen wir jetzt aber zur PlayStation 5. Und hier auch nochmal zum Vergleich. Wir haben hier die weiße PlayStation 5. So sieht das Ganze aus. Kennen wir, schickes Teil. Und jetzt zeige ich euch die PlayStation 5 in Schwarz, Freunde. Und das ist meine PlayStation 5 in Schwarz. Natürlich auch ein bisschen Fingerabdruck lastig. Das heißt, wir müssen aufpassen. Und ich habe diese PlayStation, glaube ich, locker gefühlt heute 50 Mal angehoben, angefasst. Diese Aufnahme ist jetzt auch nicht die erste, die ich gerade mache. Ich musste die Aufnahme öfter mal erneuern, weil irgendwo ein Akku leer gegangen ist oder wie auch immer. Dementsprechend sehen wir vielleicht jetzt gerade ein paar Flecken drauf. Das liegt aber nicht an der Lackierung, sondern an dem Dreck, der einfach drauf gekommen ist. So. Wie habe ich jetzt das selber hinbekommen? Das ist nämlich noch viel einfacher, denn ihr habt gesehen, die Seitenpanels, die gehen ganz einfach ab und ich habe hierfür Sprühfolie benutzt. Warum habe ich Sprühfolie benutzt? Ganz einfach, weil ich mir gedacht habe, für diejenigen, die das vielleicht selber nachmachen wollen und später mal was mit der PlayStation sein sollte wegen dem Garantiefall, weil es kann sein, dass sie da vielleicht rummachen, wenn man das Ganze lackiert, wobei eigentlich man ja nicht auf die Technik drauf zugreift und die Panels ja auch abnehmbar sind und das darf man auch, die Panels dürft ihr abnehmen, ohne Garantie zu verlieren, denn wir haben jetzt zum Beispiel die Möglichkeit auch die SSD zu erweitern, das darf man alles, aber ich weiß halt nicht, wie sich das auswirkt, wenn wir die Dinger lackieren, das wird wahrscheinlich nicht gut kommen, wenn man die irgendwie mal wieder einsenden muss. Auf jeden Fall mit Sprühfolie haben wir die Möglichkeit, das Ganze auch später wieder abziehen zu können. Allerdings ist natürlich Sprühfolie auch ein bisschen anfälliger, denn das Ganze ist wie Gummi, ja, und auf Gummi könnt ihr euch gut vorstellen, haftet halt Dreck ganz schnell und vor allem Fingerabdrücke und man bekommt es auch nicht so schön wieder sauber. Deswegen, wenn ihr das macht, dann fasst die PlayStation am besten gar nicht mehr viel an, stellt sie einfach nur in eure Ecke und lasst sie dort einfach schön aussehen, ja. Ich habe die, wie gesagt, jetzt für Instagram-Fotos misshandeln müssen und auch für diese Aufnahme jetzt öfter. Dementsprechend muss ich mal gucken, wie ich die später wieder sauber kriege. Aber mit ganz normal Glasreiniger oder Fettlöser geht das eigentlich ganz gut. Ich persönlich finde, es sieht auf jeden Fall viel, viel schicker aus als die weiße PlayStation und hier auch mit dem Controller zusammen. Ist es wirklich ein Schmuckstück, Freunde. Das gibt es auch nicht überall. Es hat kaum einer. Und wer das machen will, der kann das ganz einfach nachmachen. Ich habe die Seitenpanels entfernt. Habe da dann erstmal die erste Schicht drüber gesprüht. Ganz leicht. Ich habe das Ganze 15-20 Minuten trocknen lassen. Und dann habe ich das Ganze 3-4 Mal wiederholt, bis es wirklich komplett zubedeckt war. Übertreibt es nicht. Haut nicht direkt die ganze Farbe drauf. Macht wirklich langsam. Lasst euch Zeit, damit es auch am Ende des Tages wirklich schön aussieht. Ich habe das Ganze auch testweise auf einem alten PlayStation 4 Controller getestet. Und ihr wisst ja, die PlayStation 4 Controller oder ein Controller generell hat ja viel mehr Form als jetzt so eine PlayStation an sich. Die ist ja komplett glatt. Da können wir einfach drüber sprayen und das Ganze wirklich viel einfacher wahrscheinlich wieder abziehen.
Aber bei einem PlayStation 4 Controller habe ich das Ganze getestet und ich konnte diese Sprühfolie auch ganz easy wirklich wieder komplett entfernen und der Controller sieht aus, wie er immer aussah. Blau, ja, ich habe nämlich noch einen blauen Controller gehabt, den habe ich wie gesagt ausgetestet, konnte das ganz easy abziehen. Wenn ihr Lust habt, dass ich ein Video mache, wie ich diese Folie auch wieder abziehe, dann lasst mir doch jetzt einen Daumen nach oben da, Freunde, auf dieses Video. Generell, falls dieses Video euch auch gefällt, nicht vergessen, einen Daumen nach oben da lassen. Das bringt mir natürlich auch was, um die Reichweite von meinem Kanal nochmal zu erhöhen. Daumen nach oben, freue ich mich, und natürlich in die Kommentare was schreiben, was Nettes, da freue ich mich auch immer drüber. Wenn ihr das gemacht habt, auf jeden Fall, wenn ihr darauf Lust habt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Dann werde ich in einem Video mal diese Folie komplett abziehen, vielleicht auch dann gar nicht mehr so lange, bis ich das Video mache, damit ihr das auch zeitnah sehen könnt, und werde dann vielleicht im Nachhinein das Ganze auch lackieren. Ja, also wenn ihr dieses Video sehen wollt, dann ziehe ich die Folie ab und werde das auch im Nachhinein lackieren. Dann verzichte ich einfach auf meine Garantie und mach das einfach und wag das einfach und hoffe einfach, dass mit der PlayStation nichts passiert. Aber ich würde das für euch machen. Dementsprechend schreibt es mir in die Kommentare, wollt ihr sehen, wie ich die Folie abziehe, damit ihr einfach mal sehen könnt, wie einfach das wirklich funktioniert. Aber letztendlich kann das wirklich jeder selber nachmachen, Freunde. Sprühfolie, wie gesagt, das ist ultra einfach und es geht echt auf dem Controller easy, ist es abgegangen. Jeder, der da Lust drauf hat, kauft euch Sprühfolie. Ich habe mir vom Baumarkt was Günstiges gekauft. Guckt, dass ihr euch vielleicht was Besseres kauft, denn wir haben hier oben auf der PlayStation sehr, sehr scharfe Kanten und ich bin hier schon mit dem Tuch hängen geblieben und das ist leicht abgegangen. Deswegen guckt, dass ihr euch vielleicht was Gutes kauft. Sprühfolie wird ja hauptsächlich auch bei Autos viel angewendet, an den Felgen oder sowas. Kauft euch was Gutes, was dann auch hält, und dann habt ihr eure schwarze PlayStation 5. Ihr könnt auch Neongelb nehmen, Neongrün, egal was ihr halt wollt. Ihr könnt eure PlayStation 5 einfach schwarz besprühen mit Folie. Den Controller ist natürlich optional. Das muss jeder selber entscheiden, ob er das möchte. Aber ich hätte es auch nicht schlimm gefunden, wenn ich einen weißen Controller gehabt hätte mit einer schwarzen PlayStation. Denn allein die schwarze PlayStation sieht meiner Meinung nach im Vergleich zur weißen PlayStation, ich versuche das Ganze jetzt mal hier nochmal in die Hand zu nehmen, es sieht halt einfach, ich finde es viel nicer. Ja, es sieht einfach viel, viel schöner aus, meiner Meinung nach, in schwarz-matt. Und das Ganze geht so einfach. Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, meine ganzen Mühen, die ich da reingesteckt habe, und auch hier nochmal schöne Grüße an Devil Customs für den schönen Controller. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen oder vielleicht auch inspiriert, mal selbst irgendwie was machen zu wollen. Dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr in Zukunft weitere Videos nicht verpassen wollt. Denn ich werde auch bald, ganz, ganz bald, einen SCUF-Controller bauen. Es gibt schon die ersten Remapper von einem, auch von Devil Customs. Und ich werde da auf jeden Fall den ersten SCUF-Controller ungelötet, also mit einem Remapper-Board. Es gibt ein paar, die haben das schon gemacht mit ein bisschen was löten und so. Das will keiner, das macht auch keinen Spaß. Wir wollen es ja so einfach wie möglich halten, deswegen verpasst es nicht. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und ansonsten, Freunde, wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal, euer Ratun. Peace!